Jojo Leute, was geht? Ich bin's, der PJ1 und heute hier mit einem etwas größeren Infovideo. Und zwar möchte ich einige Themen ansprechen. Und das erste Thema wären zwei neue Formate. Und zwar ist das erste Format ein komplett neues Format. Und zwar YouTuber-Analyse. Ich habe ja auch des Öfteren schon mal YouTuber analysiert und kritisiert. Zum Beispiel in meinen Ansage-Videos. Das waren ja auch eher keine Ansagen, sondern eher so Kritikvideos und halt so, ja, eher so, dass ich den Kanal auch bewertet habe. Wie auch zum Beispiel bei Stylex. In diesem Ansagevideo habe ich seinen Kanal halt eher so bewertet und kritisiert und halt auch analysiert. Und er hingegen hat halt meinen Kanal lächerlich gemacht und hat mich dann halt auch beleidigt, aber ich will ihm hier auch gar nicht vorwerfen, so. Ja, ich will halt einfach nur darauf hinaus, dass ich so eher so der Kritiker bin. Und deswegen werde ich auch eure Kanäle mal bewerten wollen. Also ihr könnt euch auch bewerben. Ich werde auch dann jede zweite Woche dann immer einen größeren YouTuber dann bewerten. Zum Beispiel Dali Gaming. Ja, und Blow Up Gaming halt, welche die ihr so wollt. Zum zweiten Format, was wiederkommen wird. Also das ist jetzt ein Format, was ich vorher schon mal hatte. Und zwar Server Update, weil wir haben den Server, wir wollen den Server jetzt unbedingt weiterführen. Weil der Server ist jetzt auch schon ziemlich groß, wir können jetzt auch nicht einfach so hängen lassen, den Server. Auch wenn jetzt das Gefängnis von Mario weg ist, ist natürlich ein großer Verlust. Aber man muss ja immer nach vorne sehen. Das Format wird jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr so regelmäßig kommen wie früher immer. Früher habe ich ja jeden Sonntag oder so gemacht oder an irgendeinem Tag in der Woche halt. Ich würde mal eher so sagen, so jede 2-3 Wochen. Aber das Format wird auf jeden Fall kommen. Das Format, das ist sowieso immer super angekommen, deswegen... Macht euch da keine Sorgen drum, das Format wird auf jeden Fall auch wieder kommen. Ja, das nächste Thema, was es anzusprechen gibt, ist das Thema Vairo. Und zwar habe ich ja groß angekündigt. Ja, die Sache ist jetzt die, also in Gruppe A haben wir jetzt zwei Folgen aufgenommen. Eine ist schon on jetzt, die nächste, die bringe ich dann halt auch bald on. Aber die Sache ist die, dass es in Gruppe B und C noch überhaupt keine Bestätigung gibt jetzt so, weil die sich halt alle mit dem Termin jetzt nicht wirklich klar sind. Deswegen weiß ich nicht, wann die Folgen von B und C jetzt auch dann endlich mal kommen werden. Generell auch von den anderen YouTubern von A weiß ich es nicht so genau. Aber ich denke auf jeden Fall, dass in Gruppe A wir das auf jeden Fall zu Ende machen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil wir waren uns auch sonst jetzt immer so einig. Aber mit B und C ist halt noch ein ganz großes Fragezeichen. Also es könnte auch vielleicht darauf hinauslaufen, dass Gruppe A halt das komplette Vairo ist. Das will ich natürlich nicht hoffen, aber es könnte der Fall sein. Jo, das nächste Thema, über das ich sprechen will, ist, dass ich mir bald einen neuen Controller zulegen will. Und zwar keinen einfachen Controller, und zwar einen von SCUF Gaming. Den Impact Controller. Das sind diese etwas breiteren PS4 Controller. Ja, die sind zwar echt sehr, sehr teuer. Aber ich habe mir mal ein Unboxing dazu angeguckt und ich war echt sehr überrascht, was dieser Controller alles kann und was man da auch alles einstellen kann vor allem. Jo, und ich wollte mal so euch fragen, ob ihr Bock habt, ob ich da vielleicht mal ein Review zu machen soll oder ein Unboxing-Video eher gesagt. Oben könnt ihr auch abstimmen, ob ihr die Idee gut findet oder eher nicht so gut. Das nächste Thema ist eher ein kleineres Thema, aber das will ich auf jeden Fall auch mal ansprechen. Und zwar das Thema Streams. Und zwar werde ich jetzt, was Streams angeht, denke, am meisten FIFA und Fortnite bringen. Und danach auf jeden Fall noch Minecraft. Also andere Sachen werden jetzt definitiv, glaube ich, erstmal nicht mehr kommen, so in Streams. Wie zum Beispiel jetzt WWE 2K18. Also falls jemand WWE 2K18 feiert, ich weiß es ja nicht. Vielleicht mache ich das dann irgendwann mal auf dem Zweitkanal. Und das ist halt auch die nächste Sache, die ich ansprechen will. Und zwar mein Zweitkanal, Feno Julian. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf Assassin's Creed hochzuladen, weil das ist einfach viel zu viel. Weil Assassin's Creed ist einfach auch so ein riesiges Game und so, dass ja, ich will mich jetzt nicht immer so da gezwungen fühlen, das immer so aufzunehmen, weil das Ganze halt dann auch öfters mal zocken. Also man kann schon so ein bisschen suchten, kann man so sagen. Und deswegen will ich mich davon jetzt nicht gezogen fühlen, das immer aufzunehmen. Vielleicht werde ich es unregelmäßiger bringen, vielleicht aber auch gar nicht mehr. Das ist halt so die Sache. Ja, und generell will ich auch mal so wissen, ob ihr es überhaupt feiert, so den Zweitkanal. Oder ob ihr eher sagt, dass alles auf diesem Kanal kommen soll. Deswegen könnt ihr auch mal oben abstimmen, ob denn der Zweitkanal wirklich Sinn macht. Ja, und das bringt mich auch zur letzten Sache. Und zwar... geht es jetzt wieder um meinen Kanal, also hier um PJ1. Ja, und zwar der Name an sich, PJ1.
Ich hätte da einen viel besseren Vorschlag. Also falls ihr das besser findet, könnt ihr auch mal oben abstimmen. Und zwar PJ Gaming. Das hört sich doch schon gleich viel besser an als PJ One, finde ich, meiner Meinung nach. Also wenn da die Mehrheit für abstimmt, dann werde ich den Kanal auch definitiv umbenennen. Ja, das war auch, denke ich mal, alles, was ich in dem Video ansprechen wollte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr sehr gerne ein Like da lassen. Könnt mich auch sehr gerne abonnieren. Ich zwinge euch hierzu gar nichts. Und ich würde sagen, schaltet auch beim nächsten Mal ein, was auch immer ich machen werde. Und ciao!